Servus Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Game Mix. Diesmal wieder mit Train Simulator 2016 und wir sitzen in einem etwas schöneren Railjet als das letzte Mal. Ist ein Mod und nicht so ein verwortakeltes Scheißerl. Den ich damals gekauft habe für keine Ahnung wie viel, ist schon lange her, ist auf jeden Fall Dreck gewesen. Hat scheiße ausgesehen. Der sieht um einiges hübscher aus. Alles hat viel mehr Details. Da sogar da steht Railjet Zugdaten. Oh. Na, um die kümmern wir uns nicht. Und außerdem will ich euch den voll genialen Anfahrsound dieser österreichischen Lok präsentieren. Ja, österreichische und deutsche Wertarbeit, die Taurus, also geschützter Name, die Taurus jetzt. Also dieser Druckluftzeug, da geht niemand aufs Klo, das ist einfach der Druckausgleich im Triebwagen. Normalerweise ist er nicht so laut. So, wir sind mit schöne 50 km/h unterwegs oder halt fast 50 und ich werde mal sehen, vielleicht nehme ich die gesamte Fahrt wahrscheinlich auf. So, Dach erstmal 140, los geht's, gib Gummi. Ach, der Ochs arbeitet. Oh, sieht auf einmal wieder 60, ja du kannst mich am Arsch lecken, dann halt wieder 60. Ah, jetzt sind es wieder 140. Ja, ist ja sehr schön. Wir fahren auf Dreiländereck herum. So wie das letzte Mal, nur nicht direkt in meinen Tunnel. Weil Dauertunnel fahren ist ja auch langweilig. Wir fahren übrigens direkt nach Bregenz. Eventuell ohne Zwischenhalt. Mal schauen, vielleicht werde ich Musik darunter spielen, aber halt nur sehr leise, nicht, dass ich Probleme mit der GEMA bekomme, die hoffentlich Ende des Jahres kein Problem mehr sein wird für uns alle. Sie von BZB habe ich übrigens ausgeschaltet, ich kann mit dem immer nicht umgehen. Jetzt, ich komm bitte nicht, das gehört ihm eingeschaltet. Ich weiß, ich habe ja vor, selber diesen Berufszweig einzuschlagen und werde mich später auch damit auseinandersetzen müssen. Also, ich werde eure Einwände ignorieren. Mit großem Erfolg sogar. Ich würde mal sagen, genießen wir die Fahrt oder ihr die Fahrt. Ich werde mich jetzt nur noch melden, wenn es sein muss.
wenn der Regionalzug, der jetzt gerade entgegengekommen ist, nach Graz fährt, hat er noch einen langen Weg vor sich. Okay, sorry Freunde, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die Lags, das wird sich erst in 2-3 Monaten ändern. Da kommt dann nämlich mal ein bisschen Urlaubsgeld und Urlaubsgeld wird dann gleich wieder weg sein, PC kaputt. Noch einmal. AMD war ein bisschen ein Griff ins Klo. Da bremsen wir mal runter. Natürlich Radschub. Die Lok bremst ja auch stärker als der gesamte Zug.
war extrem mega lag, die FPS waren im Keller. Hier fahren wir ganz normal durch mit Geschwindigkeitsüberschreitung. Ist ja klar, sehe ich dich im Bahnhof. 110 im Bahnhof. Gleich sind es wieder 60 wahrscheinlich. Nein? Okay. Da kommt uns sogar ein anderer Chat entgegen. Wie schön. Klang zwar gerade etwas verhungert, aber ja, kann man nichts machen, glaube ich. Nein, ich will rasen, nicht bremsen. Geschwindigkeitsübertretung ist ungut. Wahrscheinlich Gleiswechsel. Oh oh. Weichen, 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 weichen. Ja, weichen, Gleiswechsel. Ich sollte eventuell anfangen zu lernen, was diese Signale bedeuten. Ja, ist wieder 140. Du kannst mich am Arsch lecken. Die fahre ich erst wieder, wenn ich auf der Hauptstrecke bin. So, Zeit für Action. Zeit für Power. Zeit für Legs. Yeah.
interessanterweise Zug noch nicht angefangen zu wackeln, wie es normalerweise bei dieser Geschwindigkeit noch. Es laggt, FPS sind im Keller. Da beschleunige ich jetzt nicht, da warte ich. Ist klar. Ich bin nicht jetzt Vertretung. Oh. Alter, diese ewigen Gleiswechsel. Der hätte ich normalerweise durchballern können, aber nein. Ich nicht Regionalzug, ich Intercity. Mann, das darf ich keinen zeigen. Das ist ein Fail. Ein ultimativer. FPS sind im Keller, da waren im Keller. Mann, diese FPS sind gut. Ja, wahrscheinlich schon wieder. Alter, diese Strecke ist so nervig. Hallo, ich bin noch immer kein Regionalzug. Ich will da auch nicht stehen bleiben. Mann, Mann, Mann. Ein Cityjet. Oh, was ist jetzt passiert? Abbrechen. Da hat sich erstmal eiskalt das Menü aufgemacht.
Wahrscheinlich hat mir jemand eine Nachricht geschrieben oder irgendwas. Nein, ich wurde nur in einem Facebook-Kommentar erwähnt. Yay. Hahaha, sehr witzig. So, muss ich schon wieder Gleis wechseln? Hab Angst. Aber es dauert es ja Gott sei Dank nicht mehr lange. Nein, ich habe Angst. Ich bremse besser mal. Und nein, die Bremskraft ist nicht übertrieben. Ja, der Zug bremst in Real auch so. So, ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Und falls wir dort Gleis wechseln müssen, kriegen wir nicht direkt eins auf die Fresse. Stunde der Wahrheit. Müssen wir Gleis wechseln? Ah, nein. So. Dann können wir mal wieder Gummi geben. Dornbirn auch nicht. Gott sei Dank. Also hier dürfen wir 120 Gurk.
der ist leicht. So. Mal schauen, ich mache mal ein paar Fotos, dass ich neue Hintergründe für mein Steam-Profil-Scheißerl habe. So. Dann habe ich das erledigt. Kann ich den alten mal löschen? Oh, noch ein City-Chat. Geil, es lebt schon wieder. Servus. Sind mal nicht direkt rausgefahren. Respekt. Bremsen sollten wir nicht vergessen. So, da vorne nochmal 10 km langsamer. Radschlupf gibt es bei mir nicht. Da vorne nochmal ein paar km langsamer. Da ist doch schon Bregenz. Ja, regnet. Ist doch schön hier. So, lassen wir die Havara mal raus. Und die wollen nicht raus, wie es aussieht. Na denn. Danke fürs Zusehen, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Game Mix oder sonstigem.
Treu bleiben, abonnieren, favorisieren, teilen, liken, ja, was weiß ich noch alles. Tschüss, Freunde. Viel Spaß noch am verlängerten Wochenende.